Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Studie aus dem Lancet vor von Zhu und Mitarbeitern zur Sicherheit, Tolerabilität und Immunogenizität eines rekombinanten Adenovirus Typ 5 Vektor Covid-19-Vakzine. Eine Dosis-Eskalationsstudie, offen gelabelt, nicht randomisiert und die erste humane Studie mit dieser Substanz. Nach einem US-amerikanischen hat jetzt auch ein chinesischer Impfstoffentwickler erste klinische Ergebnisse zu einer Vakzine gegen das neue Coronavirus SARS-CoV-2 vorgestellt. Der rekombinante Impfstoff erwies sich als sicher und scheint bei den meisten Probanden eine Schutzwirkung zu erzielen. Während der Impfstoff der US-Firma Moderna auf der neuen Technologie einer RNA-Vakzine beruhte, setzen die Wissenschaftler von CanSino Biologics aus Tianjin, einer Hafenstadt im Norden Chinas, auf ein genetisch modifiziertes Virus. Die Forscher haben das harmlose Adenovirus Typ 5, AD5, das sich im Körper nicht vermehren kann, mit dem Gen für das Spike-Protein von SARS-CoV-2 ausgestattet. Das Spike-Protein wird nach der intramuskulären Injektion des Impfstoffes vom Immunsystem als fremd erkannt. Die Folge ist eine Immunreaktion, die die Impflinge bei einer späteren Infektion mit SARS-CoV-2 vor einer Erkrankung schützen soll. Vorbild war offenbar ein ähnlicher Impfstoff, den die chinesischen Forscher vor 5 Jahren gegen das Ebola-Virus entwickelt haben. CanSino Biologics hat zeitgleich mit Moderna Mitte März mit einer Phase-1-Studie begonnen, in der 108 gesunde Probanden mit AD5-nCoV geimpft wurden. Die Impfungen fanden in Wuhan statt. Vor Beginn der Studie wurden deshalb bei allen Teilnehmern ein Antikörpertest durchgeführt, um auszuschließen, dass sie bereits immun waren. Nach der Impfung wurden die Probanden für 14 Tage in einem Hotel in Quarantäne geschickt, um eine konkurrierende Infektion mit SARS-CoV-2 zu verhindern. Die Probanden erhielten eine Einzelimpfung in 3 verschiedenen Dosierungen. Die US-Vakzin muss 2-mal im Abstand von 4 Wochen verabreicht werden. Alle 3 Dosierungen wurden gut vertragen. In den ersten 28 Tagen nach der Impfung wurden keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse gemeldet. Leichtere bis mittelschwere Reaktionen waren jedoch häufig. Dazu gehören Schmerzen an der Injektionsstelle in 54%, Fieber 46%, Müdigkeit 44%, Kopfschmerzen 39% und Muskelschmerzen in 17% der Fälle. Unter der höchsten Dosis kam es gelegentlich auch zu schwereren Reaktionen vom Grad 3 wie Fieber 14%, Müdigkeit 6%, Muskelschmerzen 3%, Gelenkschmerzen 3% und Dyspnoe 3%. In der Phase-2-Studie sollen deshalb nur die beiden niedrigeren Dosierungen eingesetzt werden. Bereits bei der ersten Untersuchung nach 14 Tagen waren bei den meisten Patienten Antikörper nachweisbar. Nach 28 Tagen hat sich der Titer nach Gabe der niedrigen Impfstoffdosis bei 97% und bei der mittleren Impfstoffdosis bei 94% vervierfacht. Ein entsprechender Anstieg der protektiven Antikörper war in beiden Gruppen bei 50% der Probanden nachweisbar. Hinzu kam eine T-Zell-Reaktion, sodass Wei optimistisch ist, dass der Impfstoff eine ausreichende Schutzwirkung erzielen wird. Weiters soll jetzt die anlaufende Phase-2-Studie zeigen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation werden derzeit 10 Impfstoffe klinisch getestet. In Europa befindet sich darunter eine Vakzine der Universität Oxford, die auf einem nicht replizierenden Adenovirus von Schimpansen, den CAADOX1-nCoV-19, basiert. Das Unternehmen BioNTech aus Mainz lässt seit Ende April einen RNA-Impfstoff an gesunden Probanden prüfen. Die Liste der präklinischen Impfstoffe umfasst derzeit 114 Kandidaten. Weitere Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie der aktuellen Publikation im Lancet.